Hallo, ich melde mich auch mal. Es ist 10:30 am Morgen. Und eigentlich wollte ich jetzt sowas frühstücken wie, ich weiß nicht, so Haferflocken. Wir haben richtig geile Blaubeeren da, auch Nektarinen, die super lecker sind. Aber jetzt so nach dem Laufen habe ich richtig Bock auf sowas Herzhaftes. Und wir haben noch eine Avocado da. Vielleicht mache ich mir ein Spiegelei mit einem Avocado-Brot. Darauf hätte ich richtig Bock. Und ja, aber ich gucke jetzt einfach mal, was so mir in mein Auge springt, sagt man das so bestimmt nicht. Ich bin die schlechteste Person, wirklich, das ist auch ein Funfact. Ey, ich bin die schlechteste Person mit so Sprichwörtern. Das geht gar nicht einfach. Aber gut, ich nehme euch einfach mal mit, was ich jetzt gleich so machen werde. I know this might sound crazy. Yeah. I've been thinking a lot about you lately. I'm not trying to sound basic, no, no, but I think you'd be proud of the man that you made me. I don't want your forgiveness, I just want you to know that you changed me and my reflection. But every journey starts with acceptance. Wish I could surprise you with flowers and say let's do it all again. You down to your last parachute, I won't let you fall again. The best thing you did was saying goodbye. Yeah, I fucked up. So, das ist jetzt mein fertiges Frühstück. Auf meinem Teller, das ist die Kollektion Lia. Ich werde euch wahrscheinlich später auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber schon mal vorab, die Teller sind jetzt alle erhältlich. Also der Online-Shop ist live, ihr könnt alles kaufen. Und genau, ich gucke jetzt mal, ob ich es geschafft habe. Yay! Oh mein Gott, geil. Sehr gut. Seht ihr, es ist nicht zu flüssig, aber auch noch, also auch saftig einfach. Yam, yam, yam. Das werde ich jetzt frühstücken. Hallo, ich muss mich hier richtig hart bücken, einfach gerade. Ich habe gleich ein Meeting, ich habe mir jetzt noch mal schnell einen Kaffee davor gemacht und werde jetzt noch die restliche halbe Banane essen. Hallo, ich bin jetzt gerade raus aus einem Meeting. Es ist jetzt, wie spät ist es? Es ist jetzt 2 Uhr, könnt ihr nicht sehen, ich habe nichts. 2 Uhr und ich werde mir jetzt so ein bisschen Haferflocken machen. Ich arbeite ja bei Lyca und wir haben so ein geiles neues Granola. Das ist so neu, ist es nicht. Eigentlich gibt es schon seit über einem Jahr, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich habe es hier einfach noch nie gezeigt. Und das ist die Sorte Kakao Brombeere und ist auch meine Lieblingssorte. Und ich hatte auch beim Lidl so einen veganen Joghurt, so einen Kokosjoghurt gefunden. Und irgendwie habe ich gerade voll Bock drauf auf ein bisschen Joghurt mit Blaubeeren und diesen Granola. Vielleicht tue ich noch ein paar Leinsamen drauf, so als Topping. Und ich habe noch so ein bisschen Milch, die versuche ich auch noch da rein zu tun. Und genau, das machen wir jetzt einfach mal. Davor zeige ich euch natürlich nochmal meine Schüssel, die ich jetzt benutzen werde. Das ist auch eine von meinen Kollektionen. Das ist die Kollektion Mara. Das ist halt so super rustikal, jetzt auch mit dem überlaufenden Farbe und auch hier mit diesen Übergängen. Genau, das ist so meine nicht liebste Kollektion. Ich mag alle sehr, sehr gerne. Aber das ist so die rustikalste und die mediterranste irgendwie. Und vor allem die Schüssel ist wunderschön, weil man das halt am meisten sehen kann. Genau. Und jetzt mache ich auf jeden Fall mein Mittagessen-Snack, was auch immer. So, hier das Endergebnis und seht ihr einfach, wie geil diese riesen Cluster-Granola sind. Das ist so lecker. Wenn Granola wirklich so große Dinger hat, dann ist es richtig geil. Und genau, ich werde euch jetzt gleich ein bisschen mehr zu den Tellern erzählen, weil beim letzten Mal waren die noch gar nicht verfügbar und es ist so viel passiert. Genau, aber jetzt erstmal mein Mittagessen. So, ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch mit meinem Mittagessen. Ich probiere mal den Kokosjoghurt, weil es ja auch das erste Mal, dass ich den habe. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Geil. Also ganz anders, als ich gedacht habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gedacht, der wäre nicht so gut, um ehrlich zu sein. Meine Erwartungen waren nicht zu hoch.
habe gedacht, es hätte diesen typischen, sehr intensiven Kokosgeschmack, ohne dabei diese Säure zu haben. Das ist hier aber auf gar keinen Fall der Fall. Also die Säure ist auf jeden Fall da, nicht zu penetrant, aber kommt auf jeden Fall schon an echten Naturjoghurt ran. Und es wäre gelogen, wenn man sagt, man schmeckt das Kokos nicht raus, aber es ist nicht so, es ist nicht so warm Kokos, sondern es ist so mild irgendwie. Also ich finde es super lecker. Ist auch einer der besten Kokosjoghurts, die ich einfach bisher hatte. Diese Konsistenz ist halt sehr typisch, so sehr Gelee-artig irgendwie, so sehr fest, so wabbelig so ein bisschen. Ihr kennt das bestimmt. Aber im Grunde genommen finde ich das nicht sonderlich schlimm. Ich werde das jetzt eh alles gleich vermischen. Ich bin eine der Personen, ich vermische immer alles. Dazu hatte ich auch öfter schon Kommentare in meinen Food Diaries, also vor allem früher, jetzt irgendwie gar nicht mehr so, dass auch viele Leute es sehr schrecklich finden. Ich weiß nicht, ich möchte halt alles, jeden Geschmack direkt auf einem Löffel haben, aber gut. Ich habe ja gerade schon angekündigt, dass ich euch ein bisschen updaten wollte zu dem Geschirr, zu der La Mayras Kollektion, beziehungsweise den drei Kollektionen zu meinem Online-Shop, den ich einfach gelauncht habe. Inzwischen ist es seit circa einer Woche live und ich wollte hier einfach auch nochmal was dazu sagen, weil ich ja im letzten Video praktisch angeteasert habe, dass da bald was kommt und was dieses große Geheimnis war, worüber ich immer wieder gesprochen habe, warum einfach so lange keine Videos kamen, was so viel Zeit bei mir gefressen hat. Und ja, da viele von euch auch einfach geschrieben haben, dass sie irgendwie sich auch eine Schüssel holen wollen oder ein Set holen wollen, weil sie das so schön finden und so weiter, habe ich auch einen Rabattcode für euch, der heißt YouTubeFam. Damit kriegt ihr 10% auf alle Produkte, auch schon auf die Sets, die eh schon um 25% reduziert sind. Einfach als kleines Dankeschön an euch, dass ihr mich immer unterstützt, auch über die vielen Jahre jetzt hinweg, wo immer wieder mal ganz viele Videos kamen, dann keine Videos mehr kamen und irgendwie so in diesen Höhen und Tiefen, die so ein Alltag einfach mit sich bringt, immer mit dabei wart. Und auch die ganzen Neuen, die irgendwie jetzt mit auf die Reise kommen möchten. Und ich bin aktuell im Investitionsmodus und werde mir auch eine neue Kamera holen. Ich werde wahrscheinlich nach Finnland Anfang September fahren und es ist halt super viel geplant, um euch da einfach noch mehr mitzunehmen, noch mehr auch in meinem Food-Alltag, aber auch in meinem normalen Alltag so ein paar Einblicke zu geben. Und so mit dieser großen Kamera, das ist halt mega umständlich jedes Mal. Aber gut, wie gesagt, ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr mich auch auf dem Instagram-Kanal einfach unterstützt. Jetzt bin ich dabei, da so eine kleine Community aufzubauen. Aktuell sind da primär Freunde und Bekannte auf jeden Fall unterwegs. Aber jetzt geht es halt ans Marketing und dass die Leute da erfahren, dass es diese Brand gibt und auch wofür die Brand steht, dass halt wirklich alles einfach handgemacht ist. Jedes Produkt ist ein Unikat. Keins sieht irgendwie so aus wie das andere, weil es eben handgemacht ist. Und du natürlich nicht bei jedem Punkt irgendwie abmessen kann, ganz genau, wo das landet. Aber genau das macht die Sachen einfach so besonders und so schön und so hochwertig. Also seid gerne dabei. Ich verlinke sowohl den Instagram-Kanal wie auch nochmal die Website unten in der Infobox. Und ja, ich habe jetzt gleich das nächste Meeting. Und ich habe das Gefühl, dass die Sonnensituation sich hier sekündlich geändert hat. Ich werde jetzt mal aufessen. Und dann heute Abend werde ich euch das ganze Rezept zeigen von meinem Abendessen. Ich weiß noch nicht so ganz, was wird. Wir haben auf jeden Fall ein paar Champignons da, die eigentlich weg müssten. Und auch noch Rucola. Ich muss mal gucken, was ich mache. Aber das wird so eine spontane Aktion. Das finde ich auch mal cool, wenn man die Food Diaries, wenn die nicht so komplett geplant sind. Was ich am meisten hasse, sind Food Diaries, wo man dann so morgens eine Smoothie Bowl isst, dann mittags irgendwie so, wisst ihr, wo man schon so sieht und so, na, so isst du nicht jeden Tag. So kann kein Mensch jeden Tag essen. Und deswegen auch heute, ich habe keine Ahnung, was es gibt. Wir werden dann einfach spontan entscheiden. Es wird aber sozusagen wie ein Rezept. Es wird nicht gefilmt wie immer von oben, sondern so wie der Food Part bisher. Aber ich werde euch einfach mal dann zeigen, was wir zu Abend essen. Talk about it. Got a
So, das ist jetzt das Abendessen. Einmal die Gnocchi mit Rucola, Salbeibutter, Pilzen und Parmesankäse. Und hier seht ihr noch den Salat dazu, einfach die Tomaten aus dem Garten, dann so eine kleine Gurke, Frühlingszwiebeln, alles mit einem Balsamico-Zitronendressing angemacht. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. So, das war mein What I Eat in a Day Video für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn ein paar von euch auf meinen Instagram-Kanal gehen, also den von der Malras, da angucken, was ich mache, mir auch gerne folgen, da freue ich mich mega, mega, mega drüber. Und vielleicht möchte der ein oder andere auch ein paar Schüsseln oder ein Set kaufen. Wie gesagt, den Rabattcode verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ja, bis zum nächsten Video.